Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Minecraft Beyond. Und wir werden gleich loslegen, weil ich habe den Staff of Traveling gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe. Und wir werden uns jetzt ein paar Travel Anchor machen. Und dazu brauchen wir Pulsating Crystals, Pulsating Iron. Pulsating Iron habe ich schon 16 gemacht. Und hier haben wir sogar noch ein paar Nuggets. So, dann brauchen wir ein paar Diamanten. Nehmen wir mal einfach 18. Ist ja egal. Was braucht man dafür noch? Eisen und Conduit Binder. So. So und... Nein, kaputt gemacht. So. 4 noch. Gut. So, 18 Stück haben wir. Das heißt, wir können 18... Ich kann den auch anmalen. Das ist gut. Die male ich nämlich an, dann findet die keiner. So, Pulsating Crystals. Jetzt brauchen wir 18. 4 mal 18 sind... ziemlich viel. 4 mal 18. 54, 72. 72 Conductive. Ne, warte mal, das sind 80. 72, so. Dann, wenn wir jetzt nicht genug Eisen haben, dann gucke ich aber blöd aus der Wäsche. Hier haben wir noch Eisen. So. Haben wir genug? So, Painting Machine. Dann haben wir hier... Oh, hier haben wir das gar nicht. Schade. Ich hätte gern ein bisschen Sand. Ein Sand. Und... Dann müssen wir den hier nehmen. Erde. Kommt ja nachher alles wieder zurück. So, und dann machen wir die Hälfte mit Erde und die Hälfte mit Sand. So, ich brate hier mal gerade das ganze Zuckerrohr, was ich habe, dass ich nämlich von, ihr werdet es gleich sehen, da oben von unserem Dach des Tempels runtergeholt habe. Das hat mich nämlich so ein bisschen gestört inzwischen. Das musste jetzt einfach mal weg. Ich glaube, ich mache ein paar mehr aus Erde. Damit sollten wir dann viel schneller durch die Gegend reisen können. Selbst das Fliegen ist dahingehend langsam. Außerdem... Ja, das reicht noch. Zeige ich euch mal kurz die Küche, weil ich habe die Küche... ja, mal eingerichtet, sage ich mal. Wir haben hier einiges an Zeug drin. Die ganzen nötigen Utensilien. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich hatte doch irgendwo Kohle, oder nicht? Basalt. Nee, Kohle haben wir nicht. Müssen wir mal noch Kohle holen, damit der hier versorgt ist. So, und dann haben wir hier schon ein paar Sachen. BBQ, Pulled Pork. Burger. Ja. Hier haben wir eine Veggie Stir Fry. Keine Ahnung, irgendeine Suppe. Und hier Extrem Chili mit 2, 4, 6, 7 Keulen. Ist natürlich Hammer. Und unser Fridge ist voll. Da habe ich alles mal rein. Hier musste ich auch schon Zeug reinmachen. Ja, und hier können wir dann
Hier zum Beispiel die Veggie-Suppe machen oder andere Sachen. Und ja, es ist schon recht krass. Nein, jetzt habe ich Strawberry Jellies gemacht. Ja, wenn man hier aus Versehen doof scrollt, dann passiert es. So, auf jeden Fall können wir hier, haben wir hier viel Essen drin. Und darum müssen wir uns jetzt nicht mehr so schnell kümmern. Und selbst wenn wir was brauchen, können wir uns das eben ganz schnell holen. Das finde ich super klasse von dem Mod. So, die kommen raus, das auch. Das kommt rein und das kommt rein. Gut, der arbeitet. Dann können wir hier das Gras wieder einpflanzen. So. Ja, da kommt ziemlich viel raus. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit alles anfangen soll mit dem ganzen Zucker. Vielleicht lasse ich das dann mal hier drin. Nee, oder ich tue es mal raus und sortiere das irgendwo anders ein. Oder ich mache wieder. Genau. So, wir machen einfach wieder Blöcke draus. Dann haben wir die nämlich alle weg. So, die sind gepaintet, fertig. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt daran machen. So, die hauen wir da rein. Da brauchen die viel weniger Platz, das ist auch gut. So, den setzen wir da wieder hin. Der war ja von da. Ordnung muss sein. So, ich gehe noch schnell schlafen. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Traveler's Wand, wie die Reichweite ist. Deshalb. Setzen wir einfach hier mal einen hin. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Wenn die Reichweite erreicht ist, wird er ja wohl aufhören. So, hier. Und da kriegen wir schon Besuch. So. Dann machen wir hier einen hin. Aua. Da geht eigentlich noch was. Ah, jetzt hier. Dann pflanzt man den einfach hier daneben. So, und jetzt können wir nämlich mit einem Klick hierher spawnen. Oder dahinter. Das ist sehr cool. Und den Weg machen wir jetzt auf jeden Fall mal zu Shadow. Na. So, hier machen wir einen Grasblock rein. Hier kommt ja später noch Gras hin.
Na, hätte ich mal den Block gleich gesetzt. Das war ein bisschen doof. Aber das war irgendwo hier. Kommt da einfach so ein Creeper daher? Wie jetzt? Jetzt geht's. Nein. Jetzt ist der schon leer. Kann ich mir da nicht einen stärkeren machen? Komm, laden. Ach so, der ist geladen. Okay, den muss ich ein bisschen versetzen. Dass wir da auch sicher hin und her wandern können. Ah, hier. Genau, wenn ich hier stehe, muss ich den erreichen können. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier überhaupt was hinsetzen darf. Hier darf ich auf jeden Fall. Der Damm. Komisch ist, der zeigt mir den nächsten nicht immer an. Ich weiß nicht, ob das an den Chunks liegt. Könnte ich mir vorstellen. So, auf jeden Fall zu Shadow TS kommen wir jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Kann ich den? Kann ich den nicht noch upgraden? Sieht nicht so aus. Aber ist ja auch egal. Ist schon mal sehr praktisch. So, ich würde gerne noch in die Richtung von Chuck gehen. So, mal gucken, ob ich da oben vom Berg aus noch was sehen kann. Das würde mir sehr gefallen. Ja.
Sehr schön. Gut, dann machen wir hier noch einen hin. Nein, das reicht nicht, das ist schon zu weit. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich bis da drüben komme. Ich komme sogar zu beiden. Dann brauche ich ja den gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so weit geht. Vielleicht auch bis hier. Ja. So, und dann zu Chuck. Zwar mache ich das, glaube ich, hier so ein bisschen im Wald. Da interessiert es ihn vielleicht nicht so sehr. So. Dann noch hier irgendwo ein. Wenn ich hier bauen darf. Ich glaube, der hat eine höhere Reichweite, wenn er sichtbar ist. Okay. Soweit. So gut. Ja, klar. So. Da. Ja, das liegt wirklich an den Chunks. So, wir sind auf jeden Fall zu Hause, haben alles eingebaut. Ein bisschen Probleme haben wir mit den Chunks, aber es ist alles gut. So, und das war's auch schon wieder von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.